Europa hat seine Vorherrschaft im Weltraum verloren. Die Ariane-Rakete, Europas einzige große Rakete, kann mit dem Tempo von SpaceX einfach nicht mithalten. Das ist nichts Neues. Aber während SpaceX dieses Jahr schon auf den 30. Start zusteuert und mehr als 100 Starts mit seiner Falcon 9 Rakete plant, hat die Ariane Rakete nur 2 oder 3 Starts in diesem Jahr vorzuweisen bzw. geplant. Und als ob das nicht genug wäre, wird sich der Start der neuen Großrakete Ariane 6 wahrscheinlich erneut verzögern. So zumindest, wenn man dem Chef des Bremer Raumfahrtunternehmens OHB Marco Fuchs Glauben schenken kann. Man muss hier auch dazu sagen, dass die OHB als Anteilseigner der RFA großes Interesse daran hat, dass die privaten Launcher der Ariane-Familie den Rang ablaufen. Ohne Hilfe oder Interesse der Großindustrie würde es sich für die Startups wohl noch komplizierter gestalten, in Europa Fuß zu fassen. Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit ESA Aerospace und deren Investoren Porsche SE und Airbus. Die Entwicklung der Ariane 6 wird voraussichtlich über 4 Milliarden Euro kosten, aber es scheint, dass das Projekt mit einer Reihe von Hindernissen zu kämpfen hat. Wichtige Meilensteine wurden verfehlt und die Rakete wird wahrscheinlich nicht wie geplant bis Ende dieses Jahres starten. Und das ist noch immer nicht alles. Europa steht vor einem weiteren Problem. Die beiden Ariane 5 Raketen, die in diesem Jahr starten sollen, sind die einzigen, die noch produziert werden. Die vorletzte Mission, die die JUICE-Mission Richtung Jupiter auf den Weg gebracht hat, hat einwandfrei performt. Etwas anderes war auch nicht zu erwarten. Jetzt gibt es nur mehr eine Ariane 5. Und durch den Russland-Ukraine-Krieg stehen die zuvor genutzten russischen Sojus-Raketen auch nicht mehr zur Verfügung. Europa hat jetzt eine klaffende Raketenlücke. Während Europa mit sich selbst kämpft, blutet und sich selbst ausnimmt wie eine Weihnachtsgans, baut SpaceX seinen Vorsprung aus und steht kurz vor dem Erstflug der weltgrößten Rakete Starship. In China wurden soeben binnen extrem kurzer Zeit eine angeblich privat entwickelte kleine Trägerrakete gleich beim ersten Versuch erfolgreich gestartet. In Branchenkreisen wird über einen nicht mehr einholbaren Vorsprung von SpaceX geredet. Zumindest nicht aus europäisch-institutioneller Sicht. Private Unternehmen und China könnten es unter Umständen in 20 oder 30 Jahren schaffen, wenn sie den Mut haben, die richtigen Schritte zu überspringen. Dafür muss man einen ernsthaften Blick in die Zukunft werfen. Man muss dahin blicken, wo sich der Markt hinentwickelt. Man muss mutige Initiativen ergreifen. Das werde ich hier auf Mars Chroniken in einer eigenen Ausgabe in Zukunft machen, weil das sonst den heutigen Rahmen sprengen würde. Laut einem Artikel auf politico.eu hat die EU-Kommission einen Entwurf verfasst, der vorsieht, einen Ad-Hoc-Sicherheitsvertrag mit den USA und US-Launchern einzugehen, um weiterhin die Galileo-Flotte instand halten und betreiben zu können. Das Galileo-Satellitennetzwerk ist das weltweit genaueste und beste Navigationsnetzwerk und bietet eine Infrastruktur für hochsensible Daten, die von diversen europäischen Nationen und Behörden genutzt werden. In anderen Worten, Galileo ist ein kritischer, nicht wegzudenkender Bestandteil der europäischen Infrastruktur. Und dank den unzähligen Verspätungen der Ariane 6 und den ständigen Geheimniskrämereien und der Unfähigkeit der Ariane Group ist es nun in akuter Gefahr. Das ist zwar noch keine beschlossene Sache von der EU-Kommission, aber sie haben dieses Gefahrenpotenzial erkannt und man denkt ernsthaft darüber nach, solch kritische Infrastruktur außerhalb der EU zu starten. Aber SpaceX ist bis Mitte 2025 ausgebucht und wer weiß, wann die Vulcan Centaur von ULA betriebsbereit sein wird. Und unter solchen Umständen kann und wird SpaceX Wucherpreise verrechnen, denn es handelt sich hier um eine Verzweiflungstat. Außerdem gibt man Technologie aus der Hand, die eigentlich sonst niemand zu sehen bekommen sollte. Es würde den USA oder China niemals einfallen, so etwas zu machen. Die Ariane Group und die gesamte europäische Branche können die Erfolge von SpaceX momentan nur aus der Ferne bestaunen. Bei einem Medienevent wollten Branchenvertreter kürzlich eine mögliche weitere Verschiebung des Ariane 6 Starts nicht kommentieren. Brancheninsider und Ariane Group-Kenner reden bereits von weiteren Verspätungen, während Stefan Israel nichts von einer Verspätung wissen will. Die Augen und Ohren verschließen. Das kann die Ariane-Familie gut. Nur, dass dieses Vorgehen kein Problem beseitigt, sondern nur noch mehr Probleme schafft. Es scheint, dass Europa einfach nicht mithalten kann.
Aber es gibt noch ein weiteres Problem. Die Ariane Group, der Generalunternehmer der ESA für Raketen, ist eine öffentlich finanzierte Institution, die der Öffentlichkeit aber keine Rechenschaft ablegt. Der Konzern operiert keineswegs transparent. Ein eigener Geschäftsbericht mit Detailangaben wird nicht veröffentlicht. Über den Umweg des Airbus-Geschäftsberichts geht hervor, dass der Umsatz der Ariane Group 2022 von 3,1 Milliarden auf 2,4 Milliarden Euro eingebrochen ist, bei einem Minigewinn von 19 Millionen Euro. Solche Zahlen sind aber immer mit etwas Vorsicht zu genießen. Es scheint, dass die Ariane Group ihre Verantwortung nicht wahrnimmt und der Öffentlichkeit keine Informationen über ihre Aktivitäten zur Verfügung stellt. Während Europa im Weltraum hinterherhinkt, müssen wir uns fragen, ob wir einer öffentlich finanzierten Institution wie der Ariane Group vertrauen können, die nicht bereit ist, Rechenschaft abzulegen. Nun hat die Ariane Group, die ein Gemeinschaftsunternehmen von Airbus und Frankreichs Triebwerkshersteller Safran ist, in einer Pressemitteilung verkündet, dass es personelle Konsequenzen gibt, ohne jedoch die Gründe für diesen Wechsel zu nennen. Der bisherige Vorstandschef André-Hubert Roussel wird gegen den Safran-Manager Martin Sion ausgetauscht. Ich kenne beide nicht, aber einen Berufsmanager mit einem Berufsmanager zu ersetzen, wird die zahlreichen Probleme dieses Konzerns nicht beheben. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn überhaupt. Das Problem ist, dass die Ariane 5 nun schon zu lange gedient hat. Sie hat ihren Dienst ehrenvoll erbracht, was zu einer unglaublichen Hochnäsigkeit und Arroganz der Ariane-Familie geführt hat. In früheren Aussagen von Ariane-Managern hört man heraus, dass die Strategie der Ariane Group es nicht war, ebenfalls eine Wiederverwendbarkeit oder jegliche andere Innovation anzustreben, sondern auf den Misserfolg von SpaceX zu spekulieren. Um die Versuche nun aufzuholen, sind zu zaghaft, zu klein, unbedeutend und vor allem viel zu spät. Man hätte allerspätestens nach der ersten erfolgreichen Landung eines Falcon 9 Boosters 2015 mit der Wiederverwendbarkeit beginnen müssen. Stattdessen hat man mit Missgunst auf SpaceX geblickt und denen den Absturz gewünscht. Jetzt kann man sagen, dass man im Nachhinein natürlich alles immer besser weiß, aber wer sollte den Markt besser prognostizieren können als der damals weltweit führende Anbieter für Raketenstarts, der die Ariane Group damals auch tatsächlich war? Das ist ein klassisches Beispiel von Hochmut kommt vor dem Fall und sich auf seinen Lorbeeren ausruhen. Ich nehme hier kein Blatt vor den Mund, wie es andere Berichterstatter machen, um niemanden auf die Füße zu treten. Aber genau dieses Verhalten hat mit dazu beigetragen, dass wir jetzt in diesem Schlamassel sind. Eine Presse, der es wichtiger ist, mit dem Management solcher gieriger Unternehmen gutgestellt zu sein, als die Finger in die Wunde zu legen. Ganz besonders, wenn es sich um Steuereuros handelt, die hier ohne Sinn verballert werden. Die Sinnlosigkeit dieser Strategie möchte ich dir jetzt in aller Kürze darlegen. Denn ich möchte nicht nur motzen, sondern auch eine Lösung bereitstellen. Die Idee hinter der nicht wiederverwendbaren Ariane 6 war, dass man wiederverwendbare Systeme nicht neu bauen muss, beziehungsweise dass man weniger davon bauen muss. Das hätte weniger Aufträge für die Hersteller der Rakete bedeutet, hätte aber die Effizienz der Arbeitszeit und des Materialaufwands enorm gesteigert. Obendrein hätte man mit jeder Rakete mehr Gewinne erzielt, die man wiederum in die Entwicklung der nächsten Generation hätte stecken können. 2014, das Jahr, in dem SpaceX zum ersten Mal einen Booster erfolgreich landete, beschloss der ESA-Ministerrat im Dezember, dass die Ariane 6 entwickelt wird. Rückwirkend grenzt diese verblödete Entscheidung an ein Verbrechen. Dafür wurden dann 4 Milliarden Euro vorgesehen. Einen Teil dieses Geldes hätte man in die Subventionierung der Ariane 5 stecken können, damit sie weiterhin mit der Falcon 9 mithalten kann. Dann hätte man sich überlegen müssen, was man dieser Technologie entgegensetzt. Klar, es ist ein politischer Dschungel, der navigiert werden muss. Man hätte die einwandfreie europäische Expertise und Infrastruktur nutzen müssen, um gleich die volle Wiederverwendbarkeit anzustreben. Aber insbesondere Frankreich unter dem Joch der Ariane Group, die übrigens auch die französischen Nuklearraketen herstellt, hat sich für die Ariane 6 eingesetzt. Das ist das Ergebnis von schlechtem Management, faulen Denkweisen und wirtschaftlicher, technologischer und politischer Kurzsichtigkeit. Feigheit, Gier und Überheblichkeit sind nun mal keine gute Kombination. Das passiert, wenn man andere nicht ernst nimmt und nur den kurzfristigen Gewinn im Blick hat. Ich nehme dich jedenfalls ernst und freue mich sehr, wenn du Mars-Chroniken abonnierst. Mein Name ist Sirwan und das waren die Mars-Chroniken-News aus dem brandneuen Studio.
das noch im Werden ist. Danke fürs Einschalten. Peras Pera ad Astra.